Hallo meine Freunde, willkommen im DFB-Pokal im Waldstadion bei Hannover 96. Das Halbfinale ist es, glaube ich. Wir wollen hier auf jeden Fall gewinnen, vor allem nachdem wir in der Champions League ausgeflogen sind. Das war schon ziemlich bitter. Und ja, in der Bundesliga auf jeden Fall gewonnen. Gareth Bale ist vom Platz geflogen, deswegen spielen wir heute auch nicht. Wobei heute eh die BL spielt und er trifft auf seine Ex-Kollegen Juri Tiedemann, kam ja von Hannover 96. Dafür haben sie Klaasen bekommen, ein bisschen Geld und den anderen haben sie auch von uns. Dafür haben wir Zieler damals in die Jahre zu spielen gegeben für Karius. Heute unter 17 oder 18-jähriger Torwart, ich weiß es gar nicht genau. Monaghan, oder Tim Monaghan im Tor, der Franzose, ich glaube Franzose. Er ist inzwischen 79er, der ist mit 70 gestartet in der Saison und das ist ein super Pass auf Embolo. Schade. Munir verliert den Ball. Dieses taktische Foul hier wird nicht mit Gelb bestraft. Bin mal gespannt, wie wir uns gegen die heute machen. Hier Mauern in dem Monaghan. Eigenes Talent aus der eigenen Jugend. Da bin ich richtig stolz drauf. Den Jungen. Ja. Ja, gut. Boah, schade. Alcacer heute als rechter Stürmer unterwegs. Guter Ball. Embolo. Dahoud wieder nichts. Und dann läuft ihn mit dem Ball ins Aus. Mann, Mann, Mann. Schade. Also wir sind am Drücker, aber wir sind natürlich noch ein bisschen so angeknackt von den Champions, von den Ereignissen in der Champions League. Das war natürlich richtig kacke. Im letzten Jahr mit der Mannschaft davor sensationell das Triple geholt. Und hier schon im Viertelfinale raus. Das ist halt, das tut halt so ein bisschen. Aber was will man machen? So ist halt der Fußball. Schöner Pass. Gute Kombination jetzt. Marian Zahn ist auch wieder da, nachdem er in der Champions League vom Platz geflogen ist. Für ein Foul, was überhaupt kein Foul war. Das war ein ganz normaler taktischer Zweikampf. Da war nur der Ball im Spiel und das hat dann eben eine rote Karte gebracht. Die hat man am Anfang noch gar nicht so gemerkt. Erst in den letzten Minuten hat man es dann gemerkt. Da wurden die Beine schwer, die Kraft ging aus und wir haben dann letztendlich auch verloren mit 2:0, was uns dann den K.O. gebracht hat. Aber gut. Nächstes Jahr ist ein neues Jahr, dann streifen wir an mit Isco, Neymar, Pogba,
Gareth Bale, Marco Reus, Mats Hummels und 1-0 Glasen gegen die Exzellenz. Ja, so schnell kann es gehen. Da sind Team-Captain sogar inzwischen bei Hannover. Bringt sie in Führung. Bringt sie in Führung. Wenn es dumm kommt, haben wir nicht mal mehr das Double. Oh, Erdinsch geht da sau stark vorbei. 2-0. Ja. Kann man mal machen. Schneller Doppelschlag. Hannover spielt unglaublich. Mal mit Gewalt will das Ding rein. Bitter für den Torhüter, der so eine super Saison spielt und dann hier in so einem Kackspiel wieder zwei Buden reinkriegt, für die er eigentlich gar nichts kann. So, kommt's noch. Das wär's ja gewesen. Alter. Jetzt aber. Leck mich doch. Unglaublich, was ist denn hier los? Unglaublich. Pogba rein. Van Persie rein. Und bringen wir noch hier Mounir raus und werde so. Jetzt aber, Jungs, jetzt aber. Was war denn das? Oh, Van Persie. Gelbe Karte. Ja. Jetzt aber. Nee. Vielleicht ist er noch verletzt liegen. Alles hinten, alles offen da hinten. 3-0. 3-0. Unfassbar. Alles wird abgefälscht, verdammte Scheiße. Nicht mal das Double. Was für eine komische Saison. Die lief perfekt. Die lief einfach perfekt. Und dann kam das Champions League aus, einfach aus dem Nichts. Und jetzt kommt noch das DFB-Pokal aus dem Nichts. Kaum war die Meisterschaft klar. Kam der Absturz. Sag mal, Tielemans. Marianne Zage ist auch mit nach vorne.
Super Pass. Super Pass. Alcacer. Nein, wieder Adler. Verdammte Kacke. Und wieder irgendjemand dazwischen. Ein Umbruch wird stattfinden. Kann ich euch schon mal ankündigen. Ein großer, großer Umbruch wird stattfinden für die nächste Saison. Das, so kann man sich nicht abfertigen. Das ist von Hannover 96 im DFB-Pokal Halbfinale hier 3-0 auf den Sack zu kriegen. Das geht nicht. Sowas darf einfach nicht passieren. Es darf nicht passieren, dass man so auseinandergenommen wird. Vor allem nicht von der Mannschaft, die deutlich, deutlich schlechter ist als die eigene. Wir kommen nicht mal mehr hinterher, ey. Guckt euch das an. Wir spielen mit uns einfach als wär's Training. Mann, Schiri! Hol dir doch mal wieder den Ball! Mein Gott! So schlecht. So schlecht. Sag mal, hol dir doch jetzt mal den Ball! Alter! Oh, genau, Alcacer, du bist doch der größte Vollidiot auf dem ganzen Planeten. Ohne Scheiß. So ein dummes Stück Scheiße. Alter. Fick dich doch einfach. Fick dich. Fick dich. Wir sehen uns im nächsten Spiel. Tschüss.